Die Änderungsschneiderei Nadel und Zwirn in Nürnberg. Hier arbeitet Mosen Hassan Zade. Der 24-jährige Flüchtling aus Afghanistan hat in der Firma eine Ausbildung zum Änderungsschneider gemacht und wurde nach bestandener Gesellenprüfung übernommen. Nun kürzt er Hosensäume, wechselt kaputte Reißverschlüsse und repariert geplatzte Nähte. Viele Nürnberger Bekleidungshäuser und Modeboutiquen lassen in der Werkstatt neue Kleidungsstücke für ihre Kunden umarbeiten. Und Privatkunden bringen auch mal gebrauchte Kleidung, wenn zum Beispiel der Bund am Lieblingsrock unangenehm drückt. Rund 30 Mitarbeiter ändern nach den individuellen Vorstellungen der Kunden alles, was nicht mehr passt oder gefällt. Mit flinken Fingern und gutem Auge für das Design. Die duale Ausbildung zum Änderungsschneider dauert 2 Jahre. Das praktische Handwerkszeug hat Mosen hier im Betrieb erworben, die Theorie an der Berufsschule in Schweinfurt. Dort verbrachte er blockweise mehrere Wochen im Jahr. Die Vergütung während der Ausbildung ist bei Änderungsschneidern eher unterdurchschnittlich. Mosen muss nicht nur gut nähen, sondern auch die Nähmaschine richtig bedienen. Er wechselt Zubehör wie das Nähmaschinenfüßchen oder die Nadel, fädelt das Garn korrekt ein und stellt die Fadenspannung richtig ein. Ist der Faden zu locker, hält die Naht nicht. Ist er zu fest, würde das Garn reißen oder der Stoff sich beim Nähen zusammenziehen. Ganz wichtig, Nähnadel und Garn müssen genau zum Material des jeweiligen Kleidungsstücks passen. Die falsche Nadel beispielsweise beim dicken Sache bricht die Nadel ab oft. Ansonsten beim dünnen Stoff dünne Nadel nehmen, damit die nicht mehr große Löcher macht. Bei Jeans und Reißverschluss wechseln, beim Mantel und so, die dicke Nadel. Damit dem Kunden das Kleidungsstück am Ende passt, muss Mosen sehr genau nähen. Vor allem sichtbare Nähte sollten ganz gerade verlaufen. Genauigkeit und Sorgfalt sind in diesem Beruf besonders wichtig. Mosen arbeitet konzentriert und dabei dennoch zügig. Er steht unter einem gewissen Zeitdruck. Der Kunde möchte schließlich nicht wochenlang auf sein Kleidungsstück verzichten. Gerade mal 15 Minuten soll zum Beispiel ein Reißverschlusswechsel dauern, gibt die Firma vor. Den kaputten Reißverschluss heraustrennen, die alten Fäden entfernen und das neue Teil ordentlich wieder einnähen. Damit hat Mosen bislang noch seine Schwierigkeiten. Ganz klar, dass Reißverschlusswechsel nicht unbedingt zu seinen Lieblingsarbeiten gehören. Das dauert länger als die andere Arbeit. Deswegen. Und manchmal auch nervt, wenn man nicht richtig aufpasst, die Nadel bricht ab beim wo die Metalle sind. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kreativität, Genauigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit. Bislang arbeitet Mosen nur an der Nähmaschine. Künftig soll er auch Kunden beraten. Ich würde Länge kürzen, Schulter heben und ein bisschen an die Taille enger. Kollegin Svetlana Gerlitz erklärt, wie Mosen die Änderungen abstecken soll. Also ganz vorsichtig Schulter, Stoff anfassen, ja. Und Stecknadel auch bitte vorsichtig reinstecken. Und dann mit Finger kannst du da festdrücken. Da gilt es einiges zu beachten. Nicht Kunde anfassen, muss man nur den Stoff anfassen, beim Abstecken. Weil manchmal die Kunden beschweren sich, dass es also
unangenehm und die fühlen sie sich nicht wohl. Nur bei der Hose, zum Beispiel wenn im Schritt abstecken, muss man einfach Bescheid sagen, vorsichtig bitte, ich muss also im Schritt Stoff anfassen beim Abstecken, also wundern Sie sich nicht. So, jetzt bitte gehen Sie. Mehr Infos zu diesem Beruf und vielen anderen gibt es im Internet unter ARD Alpha, ich mach's. Guck mal jetzt, ja genau, wir müssen jetzt Kleidlinie abstecken, ja genau, okay. Richtig. Mit dem Kreidespritzer wird die neue Länge angezeichnet. Das heißt, das ist die fertige Linie. Die Ausbildungsinhalte: Materialkunde, Maschinenkunde, Darstellungstechnik, Fertigungstechnik. Modenschau im historischen Rathaussaal in Nürnberg. Präsentiert wird die Kollektion der städtischen Modeschulen. Ob Jeanskleid, Kopfschmuck oder Abendrobe, alle Modelle haben die Schülerinnen und Schüler selbst entworfen, zugeschnitten und genäht. Auch die 20-jährige Eileen Popp. Ein großer Traum für uns alle, glaube ich, auch hier zu Siebenlich, sein eigenes Modell auf der Bühne zu sehen und dann auch auf sich selber stolz zu sein in dem Moment. Viele junge Menschen träumen von der schönen, bunten Welt der Mode. Die Berufsfachschule in Nürnberg ist ein Sprungbrett auf dem Weg dorthin. Auch für Eileen. Sie absolviert an der Berufsfachschule die Ausbildung zur Änderungsschneiderin. Seit 30 Jahren lernt hier der Nachwuchs für einen Job in der Textilbranche. Derzeit sind es rund 200 Schülerinnen und Schüler in 5 verschiedenen Aus- und Fortbildungen. Vom Änderungsschneider bis zum Bekleidungstechniker. Kleidung braucht ein Mensch immer und es ist schön, einfach nach seiner eigenen Kreativität zu gehen und das dann selber ausüben zu können. Genau wie Lehrlinge in der dualen Ausbildung lernen die Änderungsschneider hier 2 Jahre lang, allerdings ausschließlich in der Schule. Nur bei einem mehrwöchigen Praktikum schnuppern sie Betriebsluft. Barbara Denker leitet die städtische Einrichtung. Entwurf und Design, Darstellungs- und Schnitttechnik stehen ebenso auf dem Stundenplan wie Fachmathematik, Bekleidungsenglisch und natürlich Nähen. Wir haben hier in der Schule 18 Stunden Fertigung nur. Nur in dem Sinne, weil sie natürlich im Betrieb die ganze Zeit arbeiten würden. Aber wir arbeiten hier an ganzen Teilen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, ein Kleidungsstück im Ganzen anzufertigen und begreifen dann auch eher, wie die Gesamtzusammenhänge sind an diesem Kleidungsstück. Die Besonderheiten: abwechslungsreiche Tätigkeit, oft eher geringer Verdienst, Umgang mit getragener Kleidung, Arbeit unter Zeitdruck. Eine Kundin möchte ihren Rock aufpeppen, sie möchte das Modell verändern. Und was wichtig ist, sie möchte eine Faltengruppe integriert haben und schwarzen Akzent setzen. In Darstellungstechnik bei Fachlehrer Paul Rohleder sollen die Schülerinnen einen langweiligen Rock nach den Wünschen der Kundin verschönern. Bevor sie sich ans Werk machen, berechnen sie, wie breit die gewünschten Falten gelegt werden müssen und wie viel Stoff sie für den Einsatz brauchen. Plus 2 mal 4 cm. So, wie geht's weiter? Naja, das ist ganz wichtig, um einfach die Preise kalkulieren zu können. Die Kunden wollen, wenn sie in die Schneiderei reinkommen, sie möchten auch wissen, was es kostet. Schritt für Schritt arbeiten die Schülerinnen sich voran. Der Entwurf wird zunächst auf Papier übertragen, die alten Nähte am Rock behutsam getrennt. Jeder Handgriff wird vorsichtig ausgeführt, um den Stoff nicht zu beschädigen oder sich selbst mit Schere, Nadel oder Dampfbügeleisen zu verletzen.
Schulgeld wird hier nicht erhoben. Anders als duale Lehrlinge erhalten die Schülerinnen aber auch keine Ausbildungsvergütung. Eileen hat den qualifizierten Hauptschulabschluss. Nach dem Ende der zweijährigen Ausbildung stehen ihr dann trotzdem viele Türen offen. Manche Schülerinnen schafften es sogar bis zum Designstudium an einer Hochschule. Der große Vorteil von der Änderungsschneiderin ist natürlich, dass sie vor Ort arbeiten kann. Also wenn eine von den Schülerinnen und Schülern hier in Nürnberg bleiben will, dann kann die das tun. Das ist sonst in der Modebranche eher schwierig. Viele machen sich selbstständig. Hier an der Schule ist ganz oft der Weg, in die Textil- und Modeschneiderin zu wechseln und dann die Fortbildung zum Bekleidungstechniker oder zur Bekleidungstechnikerin anzustreben. Die Karrieremöglichkeiten: Textil- und Modenäher, Textil- und Modeschneider, Bekleidungstechniker, Selbstständigkeit. Tugay Özden hat sich nach seiner Ausbildung selbstständig gemacht. Jeden Tag pünktlich um 9 Uhr öffnet er sein Änderungsatelier Goldene Nadel und macht sich an die Arbeit. Keiner schreibt ihm vor, was er zu tun hat. Der 23-Jährige ist sein eigener Chef. In seinem Ein-Mann-Betrieb muss er sich aber andererseits auch alleine um alles kümmern und seinen Arbeitsalltag gut organisieren. Es hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ich habe mich selber selbstständig gemacht aus mehreren Gründen, aber aus hauptsächlich einem Grund. Ich bin jemand, der lässt sich nicht viel sagen. Darum, wenn ich mir selber ein Ziel setze, dann mache ich das auch. Ich schaffe das auch. Allerdings, wenn mir das irgendjemand sagt und sagt, mach dies, mach das, bin ich nicht so der Typ dafür. Nachteile gibt es allerdings auch. Ich arbeite von früh bis abends 6 Tage. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber ich mache es gerne. Beim Nähen wird Tugay immer wieder unterbrochen. Sobald ein Kunde sein Atelier betritt, genießt dieser oberste Priorität. Freundliches Auftreten ist für Tugay und seinen Laden ein wichtiges Aushängeschild. Hallo, bitteschön. Was darf ich für Sie tun? Ich hätte ein Hemd. Das ist mir zu lang. Okay. Es müsste gekürzt werden. Das ist gar kein Problem. Kann ich mal kurz sehen? Ja, das ist gar kein Problem. Einfach mal ganz kurz in die Kabine, damit ich Sie dann stecken kann, ja? Perfekt, danke. Man muss immer höflich sein, selbst wenn der Kunde mal einen schlechten Tag hat oder sowas. Immer freundlich, immer lächeln. Und so gewinnt man auch die Kunden. Nicht nur die Kunden, sondern das Herz der Kunden auch. Was die neuesten Trends angeht, muss Tugay stets auf dem Laufenden sein, egal für welche Altersgruppe. Was ist die angesagte Hemdlänge? Welche Rockform ist gerade in? Auf solche Fragen muss Tugay Antworten wissen und die Kunden beraten. Mehr Infos zum Beruf gibt's im Internet. Von der Winterjacke bis zum Abendkleid. Tugay weiß morgens nie, was ihn im Laufe des Tages alles erwartet. Als Änderungsschneider muss man sehr kreativ sein, vielleicht sogar kreativer als ein Modeschneider. Als Änderungsschneider kommen Sachen, da muss man sich zusammensetzen. Zum Beispiel kommt ein Abendkleid vielleicht rein und sie will das auf einmal als Zweiteiler haben oder sie will komplett das umgeändert haben, weil sie den Stoff so sehr mag. Dann muss ich mich so kreativ in der Lage befinden, das zu ändern, dass es am Ende auch wieder ein schönes Kleid wird. Das heißt, ich habe immer wieder Abwechslung als Änderungsschneider und muss nicht immer nur das Gleiche machen. Und genau das macht diesen Job für ihn so spannend. Von der Buchführung vielleicht mal abgesehen. Alle Aufträge auflisten, Einnahmen und Ausgaben genau verzeichnen, ist eher lästig. Aber auch das gehört nun mal zum Alltag eines selbstständigen Änderungsschneiders dazu.